So, also 1.5. Wie bekommt man aus der Docker-Notation den Knoten zurück? Ja, angenommen. Also angenommen, wir haben jetzt irgendeine Docker-Notation gegeben, ja, zum Beispiel 4, 6, 8, 2. Ja, dann schreiben wir uns die ungeraden Zahlen wieder hin, damit man das besser versteht, was da eigentlich passiert. Also 1, 3, 5, 7 soll gehen nach 4, 6, 8, 2. Ja. So, jetzt fange ich an. Ich fange hier an mit der Kreuzung. Ja, ich komme von hier mit der 1 und dann muss hier drüben die 4 sein. So, jetzt mache ich weiter. Nach der 1 kommt ja die 2. Jetzt bin ich hier bei der 2. Dann muss auf der anderen Seite die 7 sein. Jetzt gehe ich wieder weiter. Jetzt muss ich die 3 machen. Und jetzt die 3. Man muss auf der anderen Seite die 6 sein. So, jetzt muss ich zur 4. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. So rum zur 4 gehen oder so rum zur 4 gehen. Ich gehe mal so rum zur 4. Jetzt muss ich zur 5. Die 5 habe ich noch nicht. Da muss ich wieder also was Neues machen. Hier ist die 5. Und wenn das die 5 ist, muss das hier die 8 sein, weil hier 5 und 8 gehören zusammen. So, nach der 5 muss ich zur 6. Hier drüben ist die 6. Habe ich nur eine Möglichkeit. Obenrum kann ich nicht mehr gehen, weil ich komme da nicht durch. Gehe ich hier zur 6. Von der 6 muss ich zur 7. Von der 7 zur 8. Von der 8 wieder zur 1. Ja, schon habe ich einen Knoten, der ist alternierend. Also kann ich mit meinem Malverfahren den Knoten machen. Also so, dann wie immer bis zur übernächsten Kreuzung wieder. Hier drüber und hier drunter geht es hier lang, hier drüber und da drunter. Jetzt geht es hier lang, hier drüber und da drunter. Schon haben wir einen Knoten. Ja, also wie machen wir das? Erstens starte mit der Überkreuzung. Die Nummer 1 hat. Ja, zweitens. Wenn es die nächste Zahl schon gibt, verbinde der aktuellen Überkreuzung dem Eingang der dazu der nächsten Zahl gehört. Ja, manchmal zwei Möglichkeiten. Drittens, wenn es die nächste Zahl noch nicht gibt, dann zeichne eine weitere Kreuzung. Ja, und dann geht es weiter. Ja, dann wieder nach da. Ja, bis man fertig ist. Ja, also man geht immer, man macht entweder eine neue oder man verbindet mit einer alten, so wie ich das eben vorgemacht habe. Ja.
Gut, also wenn das Verfahren, wenn das Verfahren alle Zahlen verwendet, hat man einen Noten mit der gegebenen Lokalnotation gefunden. Ja, es kann auch mal sein, dass es nicht aufgeht, ne? Dass man am Ende nicht mehr weiter verbinden kann, dann hat man es eben nicht geschafft. Aber wenn es mal einen Knoten gab, der diese Lokalnotation hat, dann kann man auf dem Weg zurück den irgendwie wieder finden, wenn man immer die richtige Wahl trifft. Ja? Man hat also endlich viele Möglichkeiten. Also insgesamt können zu einer Broker-Notation nur endlich viele Knotendiagramme. Ja, gut. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, alle Knoten von einer bestimmten Anzahl von Überkreuzungen zu finden. Nämlich, wir nehmen erstmal alle Docker-Notationen, das sind endlich viele, und für jede von diesen nehmen wir alle Knotendiagramme, die man dazu anzeichnen kann. Ja, und so haben wir auf jeden Fall nichts vergessen. Das erkläre ich aber nochmal genauer am nächsten Mal.